Ah, putain. Ok, c'est bon, là. Pourquoi faire ce genre de putain d'expérience? Comment tu veux dire? À quoi bon produire des sixièmes génétiquement modifiés? Du calme, Super Craig! Comment croyez-vous que l'on paie tout cela? On a des bails... Ouvrir, il faut l'alimenter. L'intérêt des escaliers, c'est qu'ils ne requièrent pas d'électricité! Trouve le moyen d'alimenter... Alors pourquoi faire monter un groupe d'enfants jusqu'ici? Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. ¿Podría explicar cómo esto beneficia a la ciencia? ¿Cómo te llamas, niño? Super Craig. Verás, Super Craig. Si descubrimos cómo hacer... ¡Ay, carajo! De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué mierda harían eso? ¿A qué te refieres? ¿Por qué mierda mejorarían genéticamente a niños de sexto? ¡Cálmate, Super Craig! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Han demostrado ser letales. Entonces, ¿cómo se les ocurre traer niños aquí? Miren, no hay nada de qué preocuparse. Pero para abrirlo, necesitas energía. Se supone que las escaleras no necesitan energía. ¿Cómo puedo ayudarte? Voi bigotti siete tutti uguali. Non crederti Dio, la pagherai. Come può beneficiarne la scienza, secondo lei? Piccolo, come ti chiami? Super Craig. Super Craig. Oh, merda. Sì. Ok, ok. Perché cazzo fate queste cose? Che intendi dire? Perché fate ragazzi geneticamente modificati? Calmati, Super Craig! Come pensi che paghiamo tutto? C'è chi fa delle donazioni. E allora perché portare dei bambini quassù? Non c'è da preoccuparsi. La struttura ha un complesso sistema di sicurezza. Can imagine. Yes, little boy. How does that help? More asses means more nutrition for people all around the planet. What good does that do? Oh, you Bible thumpers are all alike. Don't play God, you'll pay for it. Will you please explain how that benefits science at all? What's your name, little boy? Super Craig. Now let's continue on to the fourth floor. Oh, fuck. Easier. Okay, okay. Why the fuck would you do that? How do you mean? Why the fuck would you make genetically enhanced sixth graders? Calm down, Super Craig. They've proven to be quite deadly. Then why would you bring a bunch of kids up? Mr. Connor, if you shut down the security grid, then everyone in this building is going to die. What? God damn it! Well, there goes the main CPU. Darn it, why did I put that thing on a mobilized trap door? Why wouldn't you? Aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Oh, fuck. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechsklässler? Beruhige dich, Super Craig. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür. Aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Kacke! Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist, wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Gen-Mutanten-Überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit.